Erfolg fängt bei der Fütterung an. Eggersmann, mein Pferdefutter. Ja, morgens, wenn ich aufgestanden bin, schaue ich als allererstes auf Sachis Weide. Sachi, ne? Jedes Mal, wenn ich nach Aachen fahre und denke noch oft genug daran zurück, wo er Weltmeister wurde, das war natürlich wirklich außergewöhnlich. Das Pferd ist einfach ein Charakterpferd durch und durch. Jetzt ist er 25, dreijährig ist er zu uns in den Stall gekommen. Das heißt, seit 22 Jahren teilt er mein Leben und ich sein sozusagen. Das ist schon was Besonderes, schon eine lange Zeit. Bekommen alle ihre Rente hier. Wir haben also wirklich eine kleine Rentnerband. Die Hochzeiten, als Gigolo und Fabienne und Anthony hier zusammen auf der Wiese liefen, das war auch was mit 5, 6, 27. Es freut mich einfach unwahrscheinlich, dass es ihnen auch nach 10 Jahren Spitzensport so gut geht und dann sie auch noch 10 Jahre hier auf der Wiese verbringen dürfen und können. Ich habe den Eindruck, ihr liebt euch. Ja, ja, tun wir auch. Der fühlt sich hier draußen natürlich pudelwohl. Und das Pony Kelly ist, ich glaube, das einzige Lebewesen sozusagen oder der einzige Vierbeiner, der auch schon vor 10 Jahren oder 15 Jahren keine Angst vor Sachi hatte. Das war auch damals schon ein super Sparringspartner und Weidekumpel für ihn und dann ist er mit. Meinst du, er hofft im Stillen immer noch, dass wenn du vorbeikommst, vielleicht packt sie doch noch mal heute den Sattel drauf? Oder hat er das längst vergessen? Na, vergessen, glaube ich, hat er sicherlich nichts, aber es hat einfach auch seine Zeit gebraucht, bis dass er auch abgeschaltet hat und wirklich, ich sage mal, Weidepferd geworden ist. Wir haben ihn ja noch eine ganze Zeit, einige Jahre weiter geritten. Bei allen Pferden so, dass es ein Abtrainieren bedurfte, ein langsames Eingewöhnen auch wie, wirklich in die Daueraufenthalt Wiese. Ich habe manchmal den Eindruck, wenn wir hier so überall vorbeireiten oder über die Rennbahn reiten und er ist draußen und guckt hoch mal, dann sagen wir, na Freunde, alles klar, macht mal schön, ich habe jetzt meine Rente verdient. Aber ich glaube schon, dass er jetzt wirklich seine Weide genießt und der Sport ist Sport gewesen. Ich finde es so herrlich, dass er so prächtig ausschaut und vor allem jetzt auch wirklich mal zum Chillen kommt. Ja, das hoffe ich auch. Noch ein paar Jährchen, ne? Erfolg fängt bei der Fütterung an. Eggersmann, mein Pferdefutter.